Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 13 News Update. Gestern war das Finale der Apex Legends Global Series und auch gestern wurde kurz vor dem Start des Finals, soweit ich das mitbekommen habe, ein kleiner Reveal-Trailer für den Gameplay-Trailer, der heute in wenigen Stunden veröffentlicht wird, rausgehauen. Den zeige ich euch jetzt. Warum ich jetzt schon ein Video darüber mache, obwohl ich das auch heute Nachmittag alles hätte erzählen können, nachdem nachher der Gameplay-Trailer um 17 Uhr veröffentlicht wird. Ganz einfach, weil man jetzt in diesen kurzen Schnipseln schon ein bisschen was Interessantes sieht. Vor allen Dingen die Passive von Newcastle scheint stärker als gedacht. Ich zeige euch jetzt erstmal den Trailer. Der geht ein paar 20 Sekunden und der Original-Gameplay-Trailer heute ab 17 Uhr geht knappe 2,5 Minuten. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Ich denke, da gibt es eine Menge zu erzählen. Viel Spaß jetzt erstmal bei dem Trailer und dann gucken wir uns da noch mal ein bisschen was in Slow Motion an. Das war's schon. Reicht, um ein bisschen was Interessantes zu zeigen. Ich fange mit dem Interessantesten jetzt einfach mal an. Und zwar ist es die Slow Motion von der passiven Fähigkeit von Newcastle. Der kann ja einen gedownten Mate in Sicherheit ziehen. Und jetzt sieht man aber in dieser Slow Motion, dass Pathfinder sich während dieser passiven Fähigkeit selber wiederbelebt. Er liegt auf dem Schild von Newcastle. Ich mache es nochmal an. Und ich glaube nicht. Also man könnte jetzt denken, es ist ein goldenes Knockdown-Schild vielleicht, dass er sich da selber holt. Aber ich glaube, es gehört zu der Passiven, dass sich der Typ, also quasi der Pathfinder, muss wahrscheinlich aktiv selber entscheiden, möchte ich jetzt wiederbelebt werden oder nicht. Ich glaube nicht, dass es ein goldenes Knockdown-Schild ist. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Möchtest du bitte den Trailer nochmal in Slow Motion zeigen? Danke. Guckt euch das an. Pathfinder knallt sich hier dieses Teil rein, um sich selber wieder zu beleben. Ich glaube nicht, dass es golden ist. Also ich kann mich ändern. Vielleicht sehen wir heute in dem Trailer, in dem Gameplay-Trailer ein bisschen mehr oder spätestens in den Patch-Notes. Ich glaube trotzdem nicht, dass es ein goldenes Knockdown-Schild ist, sondern dass es zur Passiven gehört. Und was wir natürlich auch sehen, ist so eine Art kleines Schutzschild, so wie die oder das Schutzschild, das Gunschild von Gibby. Keine Ahnung, wie viel Damage das kassieren kann, ob das zerstörbar ist. Was aber viel interessanter ist, und da kam die Kontroverse schon auf. Wir wissen ja, dass der gute Newcastle als taktische Fähigkeit links dieses Energieschild stellen kann. Was nichts anderes ist als eine noch größere Variante des Lifeline-Schutzschildes, was sie damals hatte, wenn sie andere Teammates wieder hochgehoben hatte. Das wurde ja dann entfernt zu ihrer normalen Fähigkeit. Wer noch nicht lange bei Apex Legends dabei ist, Lifeline konnte von Anfang an einen Teammate hochheben und dabei das Schutzschild aufstellen. Das ist verschwunden und vor einigen Seasons ging es dann einen aufheben mit der Drohne, du konntest als Lifeline weiterrennen, den nächsten aufheben und hast dann trotzdem noch so ein Schutzschild. Das wurde ja entfernt und jetzt denken sich viele, cool, jetzt hat Lifeline diese Fähigkeit nicht mehr und jetzt kommt eine neue Legende, die eigentlich viel krasser ist. Viele denken jetzt, Lifeline wird nutzlos, das glaube ich natürlich nicht, weil das kannst du 1:1 so nicht hinstellen. Aber Lifeline in Newcastle in einem Squad stelle ich mir dann schon mächtig vor, weil dieses Schutzschild soll auch steuerbar sein. Also es bleibt am Punkt, aber du kannst den Winkel des Schutzschildes wohl verändern. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und dieses glaube ich nicht, dass das zerstörbar ist. Maximal dieses Schutzschild, was sich Newcastle hier vor den Körper hält. Also ich glaube nicht, dass dieses hier zerstörbar ist. Ich bin auf den Gameplay-Trailer gespannt. Wir können jetzt hier gerne den Trailer nochmal anmachen. Ich mache die Musik mal ein bisschen leiser, denn hier am Anfang, das hätte ich fast übersehen, zieht euch mal das Bild genauer rein. Also ich musste ein bisschen länger hingucken, um zu erkennen, was das auf Stormpoint für ein Update ist. Und zwar ist dieses oder dieser Platz, dieses Riesenmonster, was im Stories from the Outlands Trailer
geplättet wurde. War es die Story vom The Outlands Trailer oder der Season 13 Reveal Trailer? Ich weiß es jetzt gar nicht. Einer von beiden war es auf jeden Fall. Und das ist dieses Vieh, was da geplättet wurde. Das finde ich ultra krass. Da sieht man erstmal, wie riesig dieses Monster war und was das für ein fettes Update ist. Also was das für ein fettes Map-Update ist. Wir gehen mal ein Stückchen weiter und sehen hier quasi, stehen sie direkt dann quasi vor dem Eingang dieses Monsters. Man kann quasi in das Maul reingehen, das sind so ein paar Stützpfeiler, damit das nicht zusammenrutscht. Sieht auf jeden Fall ultra krass aus. Ja, jetzt sehen wir hier natürlich das nochmal in voller Geschwindigkeit. Ansonsten sieht man, glaube ich, noch nicht so viel, was irgendwie was verraten könnte, wie zum Beispiel die neue Waffe. Da möchte ich auch nochmal sagen, es kann sein, dass die Nemesis, die man auch im Trailer sieht, kommt. Ich habe nur lediglich gehört, das habe ich im letzten Video gesagt, dass es wohl Balance-Probleme geben könnte und es deswegen in Season 13 keine neue Waffe geben wird. Und so schnell wird Respawn nicht in der Lage sein, dann einen neuen Gameplay-Trailer hinzuzaubern oder eben die Trailer, die schon fertig waren. Von daher sind wir mal gespannt. Jetzt sehen wir hier noch ein Stück vom Update. Das wird derselbe Spot sein, nehme ich mal an. Auch da, wo das Monster liegt. Es wird so viel Veränderung auf Gesamt-Stormpoint wird es nicht geben. Glaube ich jedenfalls nicht. Und hier haben wir diesen Tresor, in den wir reingehen können. Und hier sehen wir so einen kleinen Gunfight, wenn wir quasi was aus diesem Tresor genommen haben. Dieses Sicherheitsupdate für dieses Ding, wo dann diese ganzen Titanfall-Roboter runterfallen und das ganze Teil verteidigen. Ich bin gespannt und was ich auch gehört habe, also die Gerüchte verhärten sich, dass tatsächlich die 301 ins Care Package wandert. Ich bin gespannt, die Spitfire soll zurückkommen. Hat man ja auch im Trailer gesehen, dass die an so einem Waffenständer hängt. Hier sieht man nur in diesem Trailer nicht. Hier sieht das alles ein bisschen kleiner aus als im Trailer. Und hier sehen wir noch ein paar kleinere Sachen aus dem Battle Pass. Wir haben auf jeden Fall einen Skin für Newcastle ganz links in der Mitte. Das dürfte Fuse sein. Ich erkenne es nicht hundertprozentig, weil die Qualität dieses Trailers nicht gerade optimal ist. Und ganz rechts ist Pathfinder. Und dann haben wir hier noch Krypto, Bloodhound und ganz links, oh mein Gott, Maggie. Ist es Maggie? Ich glaube, es dürfte Maggie sein, wenn ich mich nicht irre. Welcher Skin jetzt, wie, wo, für wen ist? Also Level 25, Level 50, keine Ahnung. Siehst du nicht, aber der Gameplay-Trailer, der kommt ja dann heute um 17 Uhr. Und mehr gibt es bis hierhin erstmal nicht zu erzählen. Auf jeden Fall schon genug, um auf jeden Fall extrem viel Vorfreude auf den Gameplay-Trailer zu haben. Und wenn ich jetzt schon über diese paar 20 Sekunden so viel rede, gibt es wahrscheinlich in dem Trailer noch so viel zu sehen, dass ich ein interessantes Video heute Nachmittag daraus aus dem Trailer noch zaubern kann. Bis dahin hoffe ich, dass ihr auf jeden Fall heute Abend noch zum zweiten Video des Tages einschaltet und wünsche volle Vorfreude auf den Gameplay-Trailer. Das war's von mir. Bis heute Abend. Haut rein. Ciao.